Der Themenbereich Wohnen teilt sich in zwei große Punkte im Gemeinderat auf. Erstens die Neugestaltung der Freiburger Stadtbau und zweitens der Einwohnerinnenantrag über einen 5-jährigen Mietenstopp. Die Stadtbau ist das städtische Wohnungsunternehmen und soll bezahlbaren Wohnraum an die FreiburgerInnen vermieten. Rund 10% der Wohnungen in Freiburg werden von der Freiburger Stadtbau vermietet. Das ist sozial zwar gut, hat aber keinen größeren Einfluss auf das generelle Mietenproblem in Freiburg. Die Neugestaltung wurde vom Freiburger Gemeinderat beschlossen. Folgendes wird jetzt gemacht. Erstens, 2500 Wohnungen werden bis 2030 gebaut, 75% davon werden Mietwohnungen. Zweitens, alle FSB-Mieten sollen durchschnittlich 25% unter dem Mietspiegel liegen. Drittens, der FSB-Sozialbonus bedeutet, dass bei einer Mieterhöhung nicht mehr als 30% des Einkommens für die Miete draufgehen sollen. Kritik an der Neugestaltung gab es von der Fraktion Eine Stadt für alle und von der JUPI-Fraktion. Uns hat interessiert, wie groß die Auswirkungen des Sozialbonuses auf den Freiburger Wohnungsmarkt wirklich sein werden. Also für einige Mieterinnen, die wenig Geld haben, wird es eine konkrete Auswirkung haben. Die können sozusagen diesen Sozialbonus beantragen. Ist natürlich auch verbunden mit einem relativ großen bürokratischen Aufwand leider. Das war auch einer unserer Kritikpunkte. Wie weitreichend die Auswirkungen sein werden, müssen wir uns nach 2 Jahren genau angucken. Es wird jedenfalls nicht so sein, dass es keine Mieterhöhungen mehr gibt, leider. Die JUPI-Fraktion sieht besonders bei der Barrierefreiheit Mängel im Konzept. Die Stadtbau müsste im Prinzip jetzt 100% barrierefreie Wohnungen bauen, um nachher einen Anteil von ca. 20% in ihrem kompletten Bestand zu haben in 10 Jahren. Die CDU bemängelt vor allem das fehlende Finanzierungsmodell. Bisher hat man Eigentumswohnungen gebaut, die verkauft, auch an Familien, und damit quasi den Mietwohnungsbau querfinanziert. Und wir finden das eine sehr solidarische und gute Lösung, die natürlich auch so ein Entstehen von Mietwohnraum unabhängig von der Stadt macht. Und deswegen haben wir der Finanzierung, die jetzt vorsieht, dass weniger Eigentumswohnungen gebaut werden und mehr Mietwohnungen und dafür mehr von der Stadt, nicht zustimmen können. Keine Mieterhöhungen? Schon geil, würde man denken. Das wollte auch das MieterInnenbündnis der FSB. Naja, der Gemeinderat hat den Antrag aber abgelehnt. Unser Einwohnerinnenantrag dreht sich darum, wir wollten 5 Jahre Mietstopp bei der Freiburger Stadtbau erwirken. Also die Gründe liegen eigentlich auf der Hand. Freiburg ist eine der teuersten Städte im Vergleich zu dem Einkommen, was die Leute irgendwie mitbringen im ganzen Bundesgebiet. Die Mietsteigerungen hier waren überdurchschnittlich in den letzten Jahren und die Freiburger Stadtbau hat in den letzten Jahren auch davon profitiert. Wir denken gerade jetzt mit der Corona-Krise ist es einfach wichtig, dass die Leute irgendwo Entlastung herbekommen. Und die Freiburger Stadtbau gehört der Gemeinde. Das heißt, es wäre ein Mittel, wo sehr schnell, sehr effizient Entlastung oder zumindest nicht mehr Belastung irgendwie erreicht werden könnte. Deswegen war es uns ein Anliegen, 5 Jahre Mietstopp durchzuführen. Die Fraktion Eine Stadt für alle fand als einziges im Gemeinderat den vorgeschlagenen Antrag wichtig. Also wir haben das Gefühl und hören auch das von den Mieterinnen, dass allen die Mieten eigentlich zu hoch sind. Sie sind ja die letzten Jahre immer gestiegen. Einkommen sind insbesondere bei den Mieterinnen der Stadtbau nicht gestiegen. Insofern sind die Mieten bei allen Wohnungen zu hoch und auch bei der Stadtbau. Und deswegen war es uns wichtig, sozusagen für eine Zeit lang zu sagen, jetzt gibt es keine Mieterhöhung mehr. Insbesondere auch vor dem Hintergrund jetzt, wo die Corona-Krise ist, gerade bei den Stadtbaumieterinnen viele Einkommen sozusagen sinken werden oder ganz ausfallen werden, wäre das für uns das richtige Zeichen gewesen. Und am Ende, aber das wird man erst nach 2 Jahren sehen, sind wir eigentlich, haben jetzt die Auffassung, dass ein Mieterhöhungsstopp kaum teurer ist als der Aufwand, der jetzt betrieben werden muss mit dem Sozialbonus. Die CDU ist klar gegen ein solches Modell. Ich finde generell, dass so eine Bezuschussung mit der Gießkanne nicht die richtigen trifft. Also bei der FSB, es wohnen auch sehr viele Freunde und Bekannte von der FSB bei mir. Es gibt da auch Leute, die verdienen gutes Geld und die können auch eine normale Miete bezahlen. Ich glaube, wichtig ist bei so einer Unterstützung, dass sie die Leute bekommen, die sie auch wirklich brauchen. Und mit dem FSB-Sozialbonus, der tatsächlich ja die Menschen erreicht, glaube ich, haben wir ein viel faireres Instrument, als wenn man sozusagen einfach einmal allen was gibt. Und deswegen finde ich tatsächlich den Mietenstopp sehr ungerecht, weil er auch Leute unterstützt, die die Unterstützung nicht brauchen. Und wir glauben, dass wir deswegen jetzt eine bessere Lösung haben als so ein generelles System. Amtsfluencer Martin Horn hat das nochmal alles für uns zusammengefasst. Es wird alles gut. Das ist quasi ein Freiburger Ponyhof mit blühenden Wiesen.